Ja, gut, dass der Typ nicht da ist. Mach das ja an die Arbeit, komm, wir so klein geraten, wie ich gleich glaub's hackt. Noch einmal so eine Sache, wir werden in den Folterkeller kommen. Walla, Bruder, ich schwöre dir, nein! Walla, Bruder, ich schwöre dir, nein, Walla! Walla, Bruder! So, hey Leute, und damit auch willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Kids. Und wir sind hier immer noch in Santa Town. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier genau sind. Auf jeden Fall wollen wir zurück in die echte Welt. Doch dieser böse Black Santa verfolgt uns einfach. Und ich habe keine Ahnung, wo er gerade steckt, aber... Okay, ich habe eine Ahnung. Svetlana, lass uns wegrennen. Lass uns unbedingt wegrennen, Leute. Und wenn ihr wollt, dass wir entkommen und dass wir das Ganze schaffen, dann geht doch schon mal einen Daumen nach oben. Okay, und Svetlana, wir müssen... Ich weiß nicht, was sollen wir tun, Svetlana? Oh mein Gott, er kommt immer näher. Verstecken. Guck, hier sind so viele Geschenke, er kann uns hier nicht finden. Svetlana, bist du? Pass auf. Ja. Da ist er. Psst. Svetlana! Hallo. Nein! Hallo. Ich habe eine Waffe und ich werde sie benutzen. Bitte nicht. Ich habe eine Waffe. Warum wollt ihr mich töten? Wo ist das Portal? Wo ist die echte Welt? Es gibt kein Portal, nimm das! Wow! Svetlana, renn! Ach. Wobei, wir können nicht immer fliehen, wir müssen ihn... Okay. Du hattest deine Chance, Black Santa. Pass auf, er darf dich nicht mit der Magie treffen. Das ist zu gefährlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Svetlana, pass auf, er darf dich nicht treffen, sonst verwandelt er dich nachher noch in so einen Ork, so wie diesen Item. Wow! Svetlana! Du bist einfach ein Zentaurus! Was ist... Oder eine Zentaura. Was ist passiert? Svetlana, was hat er mit dir getan? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Black Santa, kann sie bitte diese blöde Magie ändern? Oh mein Gott. Okay, Svetlana, du musst aufpassen. Angst, dass du mich auch noch verwandelt. Okay. Ihr könnt mich nicht töten. Wie, wir können sie nicht töten? Warum können wir dich nicht töten, hä? Kannst du schon, gucken. Ich bin der Echte. Ja, der Echte, genau. Nein, nein, nein! Svetlana, töten! Svetlana, töten! What? Svetlana, bist du ein Lebewesen? Hallo? Was? Was bist du eigentlich, Svetlana? What? Ich weiß es nicht. Oh, ist der Feuerwerk. Was ist denn das da? Ein Schlüssel. Ein mysteriöser Schlüssel. Das ist sehr interessant, Svetlana. Wo kann uns... Danke. Wo kann uns dieser Schlüssel hinführen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wo kann der uns... Svetlana, weißt du, wo du ihn gerade hingeworfen hast? Wolltest du ihn eigentlich wegwerfen? Okay, ich habe ihn. Hä? Wer ist das hier? Okay. Ist das ein Gnom? Okay, keine Ahnung, Svetlana, das wird mir immer gruseliger. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall... Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall verschwunden oder hast ihn getötet? Hast du Schreie gehört? Da oben auf dem Baum. Was ist das? Moment mal, den kennen wir doch, oder? Svetlana, ich glaube, das ist ein Kind und ich glaube, der möchte springen. Das dürfen wir, müssen wir verhindern. Komm, wir müssen ganz schnell auf diesen Baum hier. Kannst du klettern? Nee, du kannst das nicht. Das kannst du vergessen. Das kannst du knicken. Ich werde versuchen, hier hochzukommen. Hier schmilzt ja schon alles. Okay, oh, hier ist ein Leiter. Oh, das ist natürlich einfach. Okay. Wo ist er denn? Bleib da stehen, spring nicht runter, ich komme! Und jetzt regnet es auch noch. Ich hasse Regen. Aber okay. Was macht man nicht alles hier, um jemanden zu retten? Hallo? Hörst du mich? Ja. Komm ich denn jetzt hier hoch? Bleib da, wo du bist. Ich komme. Okay. Oh, was ist hier passiert? Er hat mich hier hingebracht. Hier nach oben, auf diesem Weihnachtsstern. Ja. Da musst du den die ganze Zeit hier schon zum Leuchten bringst, oder was? Genau. Geht ja gar nicht. Aber keine Angst, vielleicht hast du es gesehen, wir haben ihn gerade beseitigt. Also eigentlich sollte jetzt Black City vorbei sein und jetzt hier alles voller Sterne strahlen, aber ja, also Svetlana hat ihn gerade erledigt. Kannst du uns irgendwie weiterhelfen, wie wir das Portal finden? Es gibt, glaube ich, kein Portal. Kein Portal! Okay, Svetlana kann uns auch nicht weiterhelfen. Ich glaube, wir müssen so weiter. Ah, okay, dann ja. Dankeschön, ne? Könnt ihr mich wirklich hier zurücklassen? Svetlana? Svetlana, ja? Brauchen wir ihn noch? Nein, nichts brauchen Kinder. Nee? Oder mitnehmen. Ja, okay, komm, spring runter hier. Ich fange nicht auf. Okay, perfekt. So, dann. Genau, lass uns erstmal hier wieder runter. Aber am besten so, dass du nicht stirbst und ich auch nicht. Und dann, genau, zeigt uns mal, wo wir jetzt hier
irgendwie rauskommen aus dieser Stadt. Wir möchten nämlich wieder nach Hause. Kannst du die echte Welt, die reale Welt? Oder bist du hier geboren und dein ganzes Leben hier geblieben? Aua. Ja? Da können du mir sagen, wie ich hier das wegmachen kann, diese. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Warte. What? Was? Svetlana! Es hat funktioniert! Oh! Du bist wieder ein Mensch! Ich bin normal! Ich bin normal! Oh mein Gott! Du hast Svetlana das Leben gerettet! Mr. Karl. Ja, was denn? Sie sind ekelhaft. Ja, was ist denn? Ekelhaft vernichten. Was ist denn? Sie haben. Gucken Sie Ihren Körper an, nichts mehr. Was? Drin. Was soll das? Ich bin eine Ekelspinne! Was soll das? Ja, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Ich habe nichts gemacht. Okay. Egal. Wie auch immer, ich habe hier diesen wunderschönen Schlüssel. Hast du eine Idee, was man damit machen kann? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Kannst du uns da weiterhelfen? Ja, kommt mal mit. Okay, so, da folgen wir ihm. Ich hoffe, das ist kein Anhänger von diesem Black Center. Mr. Karl, Abstand halten. Ich bin der... Svetlana? Svetlana? Wie findest du meine wunderschönen neuen Körper? Nicht schön. Oh mein Gott, Svetlana, wir müssen einfach irgendwie einen Heiltrank finden. Da ist er, okay. Das geht auch gar nicht, will nicht für immer eine Spinne bleiben. Jo, Gnome, hast du überhaupt einen Namen? Bin Kind Nummer 1. Kind Nummer 1. Hast du eine Idee, wie ich diesen blöden Körper hier wieder wegkriege? Nein. Ha, dann halt nicht. Okay. Mir helfen Ihnen nicht. Ja, ja. Nimm hier dieser... Okay, hier können wir anscheinend nicht weiter. Okay. Was ist das? Wow! Aua! Aber vielleicht, wenn ich mit meinen Spinnbeinen da rangehe, vielleicht kann das klappen. Nein, es klappt aber nicht. Mann. Okay, genommen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Geschenke? Nein. Aber was ist denn hier überhaupt drin? Sind andere Kinder. Andere Kinder, okay, das hört sich gut an. Vielleicht sind da auch Jonas und der Rest der Kinder. Okay, ich weiß nicht, aber ich habe doch jetzt neue Fähigkeiten. Kann ich damit nicht einfach hochgehen? Also, hörst du das? Probieren aus. Okay. Moment. Es klappt irgendwie nicht so ganz. Ich muss damit noch irgendwie versuchen umzugehen. Ich schub's denn an. Okay, Svetlana, mach das bitte. Oh. Okay. Oh. Svetlana, ich höre da was. Ja? Okay, ich versuche jetzt ganz langsam runter zu sein, mich abzuseilen. Svetlana, sieht das safe aus? Da rein. Genau, ja, schubst du da bitte Stück, da rein. Noch Stück. Okay, noch. Oh, das war zu weit. Au. Oh. Mist. Noch, okay, Svetlana. Noch mal, bitte. Okay, ich schubse sie jetzt. Jetzt. Es klappt nicht, Svetlana. Ich bin zu fett. Bisschen runter. Runter. Svetlana, das klappt runter, einfach nicht. Spinnenpopo. Doch, runter. Wow. Jetzt rein da, rein da. Es hat geklappt. Svetlana, passen Sie auf. Okay. Hilfe. Wie kriege ich jetzt euch hier noch rein? Ach. Gut. Gibt's hier irgendwo einen Hebel, wo man das Ganze umlenken kann? Ich könnte mal Schlüssel probieren. Moment, hier steht was. Tickets? Okay. Svetlana, versuch das jetzt, aber ich habe hier irgendwas umgelegt. Kommst du rein? Ah! Ja! Oh, perfekt! Okay, Svetlana. Diese Halle sieht genauso aus wie die Halle, die uns Black Center letztes Mal gezeigt hat, als die Welt abgestürzt ist. Und ich mich an nichts mehr erinnern konnte danach. Wo sind wir hier? Wir sind in der Spielefabrik. Spielefabrik? Was wird denn hier hergestellt? Spielzeug für alle Kinder. Spielzeug für alle Kinder. Auf der ganzen Welt. Ja. Okay, und wo müssen wir jetzt hier lang? Oder wo sind die anderen? Wo arbeiten die Kinder? Okay, Svetlana, folg ihm. Oh, ein... Was ist das? Keller. Okay, Svetlana, ich weiß nicht, ob wir wieder in so einen Keller rein sollen. Ich meine, das letzte Mal, als wir in so einem Keller waren, sind wir einfach eingesperrt worden. Sie gehen vor, Sie haben Spinnenkräfte. Ich hab, ja, nur weil ich jetzt hier Spider-Man bin. Na, okay. Dann gehe ich hier vorne. Aua! Svetlana, nicht schubsen, bitte.
Ich weiß, meine Spinnenextremitäten tun sehr weh. Okay. Oh mein Gott. Okay, es klappt, es klappt, es klappt. Okay, Gnome. Ja. Ist das hier eine Falle, dass hier eine Falle ist, ne? Ich schwöre dir, Svetlana knöpft sich dich vor. Okay. Svetlana, es macht mir Angst. Diese Türen bewegen sich von alleine. Dann gehen Sie rein. Okay, mach uns bitte die Tür auf, Gnome. Ist das Falle? Nein, es ist keine Falle. Man kommt hier auch wieder raus, glaube ich. Ich komme nicht rein. Hier ist ein Kind. Ja, hallo. Hallo? Öffne jetzt Tür. Hilfe, hier unten im Keller. Hörst du das? Svetlana? Ich glaube, das ist dieses Kind. Hallo? Nein. Ey. Wer ist das? Mund auf. Hilfe, da unten. Es ist verschwunden. Hä? Es ist einfach verschwunden. Svetlana, das Kind ist einfach verschwunden. Es ist ertrunken. Mr. Karl, geh in die rein. Ich, als ob ich jetzt hier in so eine Kanalisation wieder springe. Ich meine, bei Alcatraz, das war mir schon genug hier. Wow. Was ist das? Svetlana, doch nicht hier. Svetlana. Ist das dein Ernst? Ich war dann schon lange nicht mehr. Oh, ist das ekelhaft. Ja, okay, ich gehe ja freiwillig runter. Okay. Das ist ein kleiner Schritt für mich. Aber ein großer Schritt für Minecraft Kids. 3. 2. 1. Oh mein Gott. Svetlana? Svetlana, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht fast so schlimm aus wie unsere Vollkammer in unserem Haus damals. Jojojojo. What? Der hat einfach gerade eine Fledermaus erschossen. Ist das hier alles Vampire? Sind wir das eine Mädchen? In die Zelle. Hey, sie da. Bin geblieben. Sofort. Warten Sie. Wir sind keine Gefangene. Wir sind nur Besucher. Wir wollen nur gucken, ob hier alles... Wow, Svetlana. Hallo, ja, hören auf. Hören Sie auf. Hier hören Sie nichts auf. Passiert. Ganz ruhig. Mir reichen alles. Gehen weg, runter da. Oh mein Gott, so, Svetlana runter, hat das hier in die Totenkammer gesteckt. Oh mein Gott, er ist einfach noch wütend. Komm. Hören Sie zu. Wir lassen Sie raus. Oh. Alles gut. Wenn Sie uns erzählen, wo das Portal ist. Austausch von Informationen gegen, ja, Leben. Fleisch. Also Sie da, wie heißen Sie? Ich? Ja. Ich heiße Dimitri. Dimitri. Was sind Sie hier? Foltermeister? Was zur Hölle ist hier los? Svetlana. Ich dachte, Sie sind bei Weihnachtsmann. Ich gebe einen Stick. Okay, gut, warum zur Hölle hat der Weihnachtsmann einen Foltermeister? Svetlana, was tust du? Ich sterbe es lieber. Gar nichts. What? Nein! Svetlana. Hilfe! Mr. Karl, Spinnenkräfte, helfen mir bitte. Ich zieh dich hoch, Svetlana. Svetlana, 3, 2, 1. Okay, Svetlana. Stärker. 3, 2, 1. Okay, perfekt. Perfekt, Svetlana. Sie sind stärker, Mann. Das sind alles nur die Spinnkräfte. Oh mein Gott, Svetlana, siehst du das? Oh mein Gott. Die haben einfach ein Kind getötet. Oh mein Gott, Svetlana. Hallo? Die haben einfach ein Kind an den Pranger gestellt. Hallo. Er lebt. Hallo? Der Mann. Wer bist du? Ess das. Ich bin Alex. Alex. Was machst du hier? Wie alt bist du? Warum bist du hier? Ich bin 3. Was? Ich bin 3. Und warum bist du hier? Ich weiß nicht. Okay, Svetlana, ich glaube, die foltert die nicht nur, die... Weiß nicht. Die quälen dich so lange, dass sie vergessen, wer sie sind. Wie ist dein... Aber er weiß wenigstens... Oh, wieso warst du hier drin? Mich eingesperrt. Okay. Hier ist noch einer. Noch einer? Raus da. Ey! Petter. Bist du dich der sich vorhin versteckt hat? Okay, Svetlana, wir sperren ihn einfach rein.
Hirschkopf ist hier. Hirschkopf? Wieso hast du Hirschkopf freigelassen? Hier. Nichts gut. Das ist gar nicht gut, Svetlana. Versteck dich, versteck dich. Er zerstört alles. Er tötet einfach die ganzen Vampire. Kind Nummer. Welche Nummer bist du? Hirschkopf. Null. Alex, oder Kind Nummer 0. Ist der Hirschkopf böse? Ja. Was hat es mit den Fledermäusen auf sich? Das sind die Fledermäuse. Sind das Vampire oder sind das einfach nur Fledermäuse? Nein, das sind die toten Seelen in den Fledermäusen. Oh mein Gott, okay. Du musst ihn töten, Svetlana. Er möchte alle Vampire töten. Okay. Svetlana, schnell! Schnell! Okay, perfekt. Ach. Hirschkopf ist tot. Genauso wie die ganzen Skelette er hat hier. Er hat ein Bild fallen lassen. Oh mein Gott! Svetlana. Ja, ich weiß nun, wer der echte Weihnachtsmann ist. Beziehungsweise ich weiß, was das hier für ein Fake-Weihnachtsmann war. Siehst du diese Bilder an der Wand? Das sind die Symbole der Illuminaten. Oh mein Gott. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Karl. Man kennt mich auch unter dem Namen Askalter. Und ich wollte eigentlich nicht hier sein. Eigentlich wollte ich mir nur eine schöne Wohnung holen und Fernsehen gucken. Und auf einmal war ich hier. Das ist aber eine sehr lange Geschichte. Und wenn du diese, ja, wissen möchtest, ich habe so ein Videotagebuch auf YouTube. Das heißt einfach Minecraft Kids. Da habe ich bisher 16... Videos aufgenommen. Aber nun gut. Die Frage ist, wie wir jetzt hier rauskommen. Ich brauche auch mal wieder Internet. Hast du eine Idee, Alex, wie man hier rauskommt? Und hast du eine Idee, wie ich meine verdammten Spinnenbeine hier wegbekommen kann? Ich habe Milch gefunden. Okay, und was soll eine Milch? Svetlana, was soll eine verdammte Milch bringen? Als ob mir eine Milch etwas bringt. Ich weiß nicht, gut für Knochen, vielleicht gut für Körper. Es ist nichts passiert, Svetlana. Nichts. Okay. Das ist ziemlich traurig. Warum sehen Sie aus wie ein Weihnachtsmann? Ich bin der echte Weihnachtsmann. Was? War ich brav? Ja, du hast sehr tapfer durchgehalten. Aber du kriegst deine Geschenke nur, wenn du uns sagst, wo das Portal ist. Ich weiß nicht, ich wurde geboren und auf einmal bin ich eingeschlafen und bin dann hier gelandet. Warum weiß einfach niemand etwas über ein Portal? Weil es kein Portal gibt. Svetlana, es war ein Fehler. Was ist? Okay, alles klar. Er sagt Black Center, es gibt ein Portal und dann auf einmal, nein, es gibt gar keins. Und alle hier sagen, es gibt keins. Entweder hat er uns richtig hart getrollt, Svetlana, oder die sind einfach alle so gewaschen, dass sie es nicht mehr wissen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich möchte hier nur raus. Ich möchte schön nach Hause. Okay, alle Kinder, die jetzt hier drin sind. Wie viele Kinder zählen wir hier? Wo sind eigentlich der Rest? Ich dachte, er hat 35 Kinder. Ich bin Kind Nummer 0. Kind Nummer 0. Okay, das sind ja insgesamt 36, oder? Oder sind es 34? Also sind es 34 Nummern und insgesamt 35 Kinder? Aber wo sind denn die anderen Kinder? Du da. Keine Angst. Wir sind nicht böse, wir sind da hier, um euch zu retten, euch alle. Na, Weimar, ich bin so müde. Svetlana, wo bin ich? Warum bin ich in diesen Spinnennetzen? Sie sind da runtergefallen, dann eingeschlafen, sie dann geschlafwandelt nach oben und haben Netz gebaut. Okay, es ist irgendwie besonders bequem hier oben. Ich würde hier irgendwie gerne noch länger bleiben. Nein, wir müssen nach Hause, Mr. Karl. Aber wie kommen wir denn hier raus? Es gibt doch kein Portal. Wie sollen wir denn jetzt hier... Doch, das eine Kind hat erzählt, dass es wissen, was wir machen. Welches müssen, Kind? Damit wir hier wegkommen. Ja, welches Kind hat das denn erzählt? Ich weiß nicht, wir können Kinder befragen. Okay. Kind hier, hallo, rote Mütze. Hallo? Warum redet der eine denn nicht? Oh, hier ist ein Schild. Deine Zunge wurde abgeschnitten. Was? Ja, der Schlachter hat seine Zunge abgeschnitten. Aber warum das denn? Weil er es kann.
Das ist eine Aussage. Du kommst ja gleich in die Todesgrube, wenn du so weiter solche Aussagen machst, der Arme. Wechsel dir nach. Ich glaube nicht. Okay, Svetlana, wir haben ein Problem. Da kann ich reden. Weißt du, wo oder ob es ein Portal gibt? Ich nenne dich jetzt einfach No Tomb. Oh, was ist denn? Oh. Wo kommt der? Interessant. Wie lange habe ich denn geschlafen? Ach, der war hier die ganze Zeit hinter versteckt. Ach so. Svetlana. Psst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dich einstürzen. Das sieht nämlich ziemlich aus, als wenn ich hier irgendeinen heftigen Löffel gegraben hätte. Ist das hier überhaupt safe? Ja. Ist das uns hier. Komm, die Fledermäuse sind hier auch. Svetlana, die sind Vampire. Komm, folg uns. Okay, wir folgen ihnen jetzt einfach. Wow. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Wer bist du? Wow. Svetlana! Das ist Hallo? Das Portal! Hallo? Und wer ist dieser. Aua. Wer ist das? Dieser maskierte Räuber. Mein Name ist Villager 9. Hallo, Villager 9. Was machst du hier? Da. Hallo? Kind, gehen weg, wir müssen reden. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Soll ich in die Dimension abhauen? Das nein, ist ein Tor. Pass auf. Was? Das Tor zur Freiheit. Ja. Freiheit. Freiheit. Was für Freiheit? Freiheit. Was für Freiheit? Freiheit. Ja, gut, und wo führt uns das hin? Freiheit. Was genau? Och. Reale Welt. Oh, das wollten wir hören. Okay, ist das kostenlos? Er hat bezahlt. Okay, perfekt. Wenn wir da jetzt hingehen, kommen wir dann auch wieder zurück oder ist es unmöglich? Das ist unmöglich. Also einmal dadurch kommen wir nie wieder zurück, nach Black City. Black City ist dann Vergangenheit. Okay. Ja. Gut, ja, Svetlana, ich weiß nicht. Sollen wir hier vielleicht auch Kinder mitnehmen? Gibt's hier noch irgendwo Kinder in diesem Land? Gold Nuggets! Svetlana, behalte die doch! Die kannst du nicht einfach weg. Svetlana, behalte sie. Ja. Okay. Okay. Also. Kind Number One bleibt hier. Warum bleibt Kind Number One hier? Das ist mein Kind. Stimmt das? Also, sie wollen Kind Nummer 1 haben. Ja. Ganz sicher. Kind Nummer 1, möchtest du bei diesem Mann bleiben? Nein, niemals. Okay, ganz einfach, wir machen das ganz einfach. Nein! Svetlana, er lebt noch. Egal, er kommt er hier wieder hoch? Okay, bevor wir jetzt in dieses Portal gehen, gibt es hier noch irgendjemanden in diesem Land, den wir vielleicht noch mitnehmen sollten? Oder irgendwas, was wir hier vergessen haben? Ja, diese Vampir. Die Vampir. Das Vampirmädchen. Es gibt's ein. Ja, das war letztens bei uns. Hast du eigentlich Jonas gesehen? Jonas? Ja. Ich kenn. Ein kleiner Junge mit blauen Haaren? Nein. Blaue Haare, fresh, immer Sachen kaputt machen. Anzünden, kaboom, Bombe. Ich glaube schon, aber dann ist er wieder gegangen. Also ist hier nichts mehr. Okay, Svetlana, hier ist er. Ich glaube, hier ist er nicht. Wir können guten Herzens gehen. Er war hier. Ja, aber dann ist er verschwunden. Okay, Svetlana, können wir jetzt hier durchgehen? Okay, bei 3. Auf 3, okay, Svetlana. 1. Okay. 2. Nein, egal. Svetlana, wir zählen rückwärts. Du zählst. Okay. Auf Polnisch. 3. 4. 2. Jeden! Okay, Svetlana! Oh mein Gott, mir ist so schwindelig! Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind, aber Leute, das war's dann auch mit dieser Folge von Minecraft Kids. Wenn sie euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Die heutigen Mitspieler dieser Folge, einer von ihnen hatte tatsächlich an diesem Tag Geburtstag und sein Wunsch war es wirklich hier bei Minecraft Kids mitzumachen.
Deswegen an dieser Stelle auch nochmal alles Gute zum Geburtstag, lieber Alex. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht hast. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt oder ihr vielleicht auch mitmachen wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch mal mit mir reden wollt, dann kommt einfach auf meinen Teamspeak-Server askalter.de. Ansonsten war's das mit dieser Folge. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.